Hey Leute, willkommen zu Max Plays Zelda 2 The Adventure of Link. Lange, lange habe ich es warten lassen, habe ich es liegen lassen, den zweiten Teil. Ich hatte den ersten Teil ja vor geraumer Zeit jetzt durchgespielt und auch angekündigt, dass ich eigentlich zeitnah den zweiten Teil anfangen wollte. Jetzt kam ein bisschen privater Stress dazwischen und ehrlich gesagt auch ein bisschen Scheu davor, diesen Teil anzufangen. Ich hatte es damals schon erwähnt, jetzt kann ich mal im Hintergrund ein bisschen die Geschichte laufen lassen, das kann ja jeder für sich selber lesen. Ich hatte den schon mal fast durch, als ich den vor Jahren mal gespielt habe, noch auf dem Gameboy. Und bin dann gescheitert, kläglich gescheitert am letzten Palast, am allerletzten Palast. Jetzt habe ich hier natürlich einige Vorteile. Bei der Version hier von der virtuellen Konsole. Und zwar zum einen weiß ich jetzt halt, dass es schwer wird und kann eventuell ein paar extra Leben, die man so finden kann, liegen lassen. In dem Spiel hat man so 3 Leben und wenn man die wechseln, startet man wieder am Anfang. Da könnte ich mir die quasi aufheben und am Ende dann mitnehmen. Da habe ich ein paar extra Leben. Und was natürlich an der virtuellen Konsole ist, man kann hier Speicherpunkte erstellen. Also Save State sozusagen. Das wird natürlich auch mir sehr viel helfen. Gut, fangen wir an. Hier sieht man es, Link, 3 Leben. Und wir starten einfach so. Hier in der Geschichte wurde es erzählt, von wegen Zelda, die erste Prinzessin, die Zelda genannt wurde oder wie auch immer. Wie das nun genau war, bin ich jetzt auch überfragt, jetzt auf Anhieb. Zumindest sie liegt hier und schläft. Problem ist, sie wacht nicht mehr auf. Und da sind wir jetzt dabei beschäftigt, sie zu retten sozusagen. Ihr seht schon, wie das so läuft. Wir haben hier eine Oberweltkarte, wo dann Monster erscheinen, die man jetzt halt so hier im 2D-Stil dann besiegen muss. Und genau das ist auch das Problem, ehrlich gesagt. Das ist pratzenschwer, wenn man keine Ahnung hat. Und was heißt Ahnung hat? Also da muss man halt ein gewisses Skill entwickeln und den hatte ich nie. Also ich bin am Ende immer ganz schön krass draufgegangen. Was ihr auch oben rechts seht, sind Erfahrungspunkte. Das hat also auch so einen kleinen Rollenspielcharakter. Jetzt gibt es hier, das weiß ich, ein... Komm. Ich möchte eigentlich keinen Schaden kassieren, damit ich nicht diesen, oh geil, Schwertbeam verlieren. Und jetzt die Frage, ich will live nicht abgehen, ich will das canceln. Also, zur Erklärung, für alle, die das nicht kennen. Ich sammle Erfahrungspunkte. Jetzt habe ich 50 von 50 erreicht. Jetzt könnte ich, was 50 kostet, Leben-Level abbekommen. Leben und Mana ist gar nicht so wichtig, sondern was wichtig ist, ist der Angriff. Deswegen kostet er auch so viel, weil wenn ich die Gegner schneller töte, kriege ich natürlich weniger Schaden. Das ist auch das Teuerste. Deswegen sollte man mal anfangen, eher Angriff steigern. Man kann natürlich auch Leben steigern, da kriegt man einmal eine kostenlose Heilung komplett, aber ich habe jetzt voll Leben, deswegen lasse ich das und Magie habe ich noch gar nicht. Deswegen sparen wir das. Und jetzt geht es zum nächsten hoch, ne? Jetzt weil ich geredet habe, bin ich direkt dran gestorben. Oh, ich bin über mich selber erstaunt, wie gut ich das hier meistere. Jetzt geht es weiter zu dem Mana-Level ab, was 100 kosten würde. Ja, komm schon. Tot. Und jetzt kann ich noch die 50 mitnehmen und jetzt einfach sagen, nee, ich möchte jetzt immer noch, ich kann jetzt immer noch sagen, live go. Ah, okay, ich könnte jetzt noch sagen, ich möchte doch leben und dann 50 abgezogen. Nee, ich möchte weiter sparen. Problem ist, wenn man jetzt stirbt, also wenn man keine Leben mehr übrig hat, verliert man alles. Gut, ansonsten könnte man jetzt auch, welche Gegner kommen, hängt davon ab, ob das so ein großer, also man sieht diese großen und kleinen Gegnertypen und auf welchem Untergrund man sich befindet. Also wenn ich jetzt hier noch ein bisschen hin und her laufe, wenn ich mich auf der Straße bin, da ist eigentlich nie was. Also da kann man, auf Straßen ist man immer sicher. Wald ist glaube ich ziemlich ätzend und das geht hier eigentlich, glaube ich. Okay, da kommt so ein Typ. Vielleicht könnte ich die überhaupt Erfahrung bringen. Nee, das ist das Problem an denen, die bringen keine Erfahrung.
Ich überlege, ob ich jetzt einfach mal noch ein bisschen levele, aber im Endeffekt ist das auch egal. Wir gehen mal in die Stadt. In jeder Stadt gibt es zwei Frauen, die einen heilen, die man reden kann. Was sagst du? Hello, young fellow. Danke. Ah, wer bist du? Okay. Das ist auch eine sehr schöne Übersetzung. Wenn alles scheitert, sagt die, please let me help you. Come. Die Frau heilt einen, wenn man reingeht. Zack, Dankeschön. Und es gibt auch in jedem Dorf auch eine ältere Dame, die einem das Mana heilt. Genau, aber wichtig ist vor allen Dingen die Frau, glaube ich. Oder geht die jetzt einfach weiter? Oder wer bist du? Hallo, redest du mit mir? Talk with my father before you leave. Mach ich. Machst du mir die Tür auf? Gibt auch in fast jeder Stadt so einen alten Mann, der einem einen Zauberspruch beibringt. Und der hier ist auch ziemlich praktisch. Jetzt lernen wir Shield. Genau, da können wir jetzt Schild zaubern. Danke. Und jetzt die Frage, wie man zaubert. Mit Select. Okay. Wie kann ich die auswählen? Ah, in Startmenü. Gut. Das haben wir jetzt gleich mal auswählen. Und das hält halt für einen Screen sozusagen. Wenn ich hier rausgehe, habe ich es jetzt nicht mehr. Da können wir gleich nochmal die alte Frau suchen, die unsere Magie dann gleich mal wieder auffüllt. Was ist hier? Oh. Woher das Kind das weiß, ja, das frage ich mich mal. Genau, hier, die Dungeons hier heißen Palace, also Welcome to Rauru. Ne? Rauru sagt einen auch was von Bitter Queen of Time. Ja, wir suchen jetzt noch die alte Dame, die uns unser Mana heilt. Wo ist sie? Ich würde gerne nämlich noch voll Mana haben. Du hier? Okay. Danke, das wollte ich jetzt nicht wissen. Ist hier eine alte Frau? Tür und Mana wieder haben. Ich habe das jetzt verschwendet. Muss ja irgendwo sein. Es gibt die doch in jeder Stadt. Oder erzähle ich Quatsch? Ja, gut möglich. Vielleicht heilt die gute Frau drüben auch mein Mana mit. Das wäre natürlich gut. Reden wir nochmal mit ihr. Hier, gute Frau. Nee, die macht nur Leben. Weiß ich. Tja, dann müssen wir jetzt mit dem Fehler, den ich begangen habe, erstmal leben. Haben wir jetzt nicht nochmal extra Life, extra Mana. Der Höhle müssen wir. Ja, ich habe mich extra ein bisschen belesen, dass ich so ein bisschen grob weiß, wo ich lang muss. Hier kann man, sieht man noch nicht viel, aber ich weiß, dass hier irgendwo ein Gegner ist. Man sieht es unten. Seht ihr das auf dem Boden? Was hat er gefunden? Oh, Magie. Super. Ne, das haben wir noch gebraucht. Dass ich hier nicht komplett blind rumlaufe, weil das ist nicht so cool. Sonst wird man die ganze Zeit hier nur dumm rum und kommt nicht voran. Das ist nicht so spannend, glaube ich. Boah, das ist ekelhaft hier. Wenn man hier reinfällt, ist man direkt instant tot. Das kann ich mir jetzt nicht erlauben. Die Steuerung ist auch ein bisschen schwammig, in dem Sinne, dass man immer ein bisschen nachläuft, wo man steht, sozusagen. Und ich glaube, hier mach ich den her, weil... Hätte ich nicht gebraucht. Egal, kriegt man jetzt seinen ersten Level Up
seinen ersten Herzcontainer. Es gibt Herzcontainer und Magieflaschen, die, also wenn man oben jetzt guckt, ich hatte vorher 4 Blöcke sozusagen leben, jetzt habe ich 5. Und es gibt, keine Ahnung, 4 oder 5 von den Herzcontainern und das jeweilige Level Up macht einfach, dass die quasi mehr wert sind, die einzelnen Quadrate sozusagen. Ist alles nicht so gut erklärt, aber so ist es. So ist das halt bei den uralten Spielen, da wird einem nicht viel erklärt, da muss man viel wissen, beziehungsweise Gott sei Dank kann man sich heute dann ganz gut belesen. Und ich hätte gern eigentlich mir vergegnet. Nichts, was einem ein Level Up bescheren würde. Und der erste Palast ist hier oben. Und mein Ziel wäre für heute, den Palast auch noch abzuschließen. Und wenn ich dagegen habe, gab es das? War das nicht so? Ich dachte immer, da gab es was. Ich dachte, die Statue kann einem entweder Mana geben oder gegen einen kämpfen. Aber so liege ich halt falsch. Genau, und da geht es dann hier mit den Palasten herunter. Der Eingang sieht immer gleich aus. Und die sind halt immer so eine 2D-Geschichte hier. Am schlimmsten sind eigentlich die Gegner, die einen keine Erfahrung bringen. Die denkt man immer die ganze Zeit, die stehlen einem die Zeit. Und die klauen vor allen Dingen auch Erfahrung, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Kommt her. Komm her. Ich möchte auf jeden Fall ein Leben-Level abhaben vorm einen Angriff vorm Boss haben. Komm. Au. Ihr seht, dass es überhaupt nicht klappt hier. Und das macht das Spiel halt so ein bisschen schwierig. Weil man will natürlich jetzt nicht sterben, man möchte gerne das Level Up haben. Könnte ich das jetzt einfach auch so machen? Nee, ich müsste erst die 200 erreichen. Und das kriege ich ja wohl noch hin. Sondern verliere ich halt einen Lebenspunkt. Siehst du, die klauen einem Erfahrungspunkte. Das ist also total ätzend. Und jetzt bin ich auch noch gestorben. Die klauen einen 10 Erfahrungspunkte. Das ist ja furchtbar. Nervig sind die vor allem. Dadurch. Oh, ich hätte gerne ein Level Up jetzt langsam. Jetzt haben wir einen Schlüssel, da kann man die Tür aufmachen. Och, komm. Das kotzt mich jetzt schon wieder an hier. Hau halt ab. Hau ab und komm nicht wieder, ja, wirklich. Oh Gott. Wenn wir jetzt 30, wenn wir jetzt keine Erfahrung verloren hätten, dann wären wir jetzt ziemlich nah dran. Muss ich jetzt runter? Ich glaube, ich muss runter und dann links, keine Ahnung. Die kann man auch, weil ich noch sehr viel Geduld hat, besiegen, aber vor allem kann man jetzt auch direkt sterben. Das ist unglaublich, der Schwierigkeitsgrad. An Blobs gestorben. Scheiße. Oh, wenn ich jetzt sterbe, verliere ich mein ganzes Erfahrung. Überlege ich jetzt. Beziehungsweise hier gibt es noch was richtig Cooles. Komm, komm, das muss ich jetzt schaffen. Genau, Attack will go up. Nice. Haha, das habe ich früher nie geschafft. Jetzt kann ich auch einmal sterben und mich resetten sozusagen. Dass ich jetzt nicht die Erfahrung verliere. Wobei, wenn ich jetzt nochmal XP kriege, dann nehme ich einfach das Leben oder so. Keine Ahnung. Uah. An wie viel Erfahrung der hier bringt. So ein bisschen wie ein Hammer-Bro, oder? Aber der ist okay.
Einfach immer schön nah bleiben. 50. Ja, nehmen wir. Jetzt können wir auch mal Leben nehmen. Kriegen wir auch nochmal umsonst ein. Oh Gott. Ich muss mal schon wieder gucken, wie die. Die hauen hier. Ja, gerne will return. Continue. Jetzt haben wir wieder 3 Leben. Starten wir wenigstens im Palast? Nee, das meine ich mit Unforgiving. Jetzt sind wir hier am Arsch der Welt wieder und müssen jetzt wieder dahin laufen. Also, ihr werdet mich ja ein paar Mal sterben sehen, ne? Da haben wir schon extra ein Leben-Level-Up jetzt auch genommen, ne? Krass. Oh Gott. Ja, hier halte ich mich nicht lange auf. Diese komischen Moblins oder was das sind mit ihren Sperren. Wie gesagt, Gegner, die keine Erfahrung bringen. Die ist das Nervigste. Also, ihr werdet mich sicher ein paar Mal hier fluchen hören. War da jetzt hier schon der? Ja. Furchtbar. Was bräuchte ich jetzt für das nächste Level Up für Schaden? Waren jetzt 200, wahrscheinlich jetzt 300 oder 400. Was noch interessant ist, am Ende jedes Dungeons kriegt man, wird quasi der Erfahrungspunkte, die man oben hat, die werden, kann man auffüllen lassen oder werden voll gemacht. Also da ist immer wichtig, möglichst teure Sachen da noch offen zu haben, dass sich das am meisten lohnt. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Wenn ich jetzt den Palast beenden würde, würde ich jetzt halt 97 Punkte kriegen. Wenn ich jetzt aber was offen habe, 3 von 400, dann würde ich halt 397 Punkte kriegen. Und also es gibt auch, wenn man es perfekt machen will, macht man jeden Palast zu Ende und hebt sich die Kristalle alle bis zum Schluss auf sozusagen. Das habe ich jetzt nicht gemacht, also auch früher nicht. Ich habe es trotzdem alles komplett hochgelevelt. Ist die Frage. Da unten war ja eine Tür, wo der Typ stand, ne? Wir haben gar keinen Schlüssel. Das heißt, es bringt gar nichts, da unten lang zu gehen. Okay, so wird es in unserem vollen Leben. Aber ihr seht, wir kriegen jetzt keinen halben Balken mehr Schaden durch die Blobs, sondern nur noch so ein Viertel oder sowas. Oder ein, ja. Während die Stallfos, die da kamen, immer noch ordentlich reinhauen. Penner. Jetzt ein, das ist gut. Vergiss es, Junge. Niemand mag dich. Ich werde dann einfach noch ein Leben-Level abnehmen, dass ich wieder voll bin. Uah. Das ist ja auch eine eklige Position hier. Komm, Iframes. Ja, auf jeden Fall. Ach nee, Leben kostet mehr. Ich habe ja noch genügend Punkte. Also genügend Leben. Ich habe ja noch 2 Leben offen, deswegen mache ich das mal so. Viel fehlt auch nicht mehr, aber wahrscheinlich werde ich es nicht überleben. Mal gucken. Vor allem nicht, wenn ich nicht auf den Bildschirm gucke. Man kann ja jetzt so einen Blob die ganze Zeit farmen, wenn man das will. Das werde ich jetzt auch mal machen. Das ist auch trotzdem ein Spiel mit dem Feuer. Komm schon. Ich glaube, jetzt noch ein paar Mal killen, dann mache ich mein Leben wieder voll. Aber der Blob braucht mich auch noch einmal dumm anspringen. Ich stehe noch auf so einem halben Bein hier gefühlt. Komm schon. We got this. Und dann fülle ich mein Leben wieder auf. Oh, nee. So eine Spielerei machen wir jetzt hier nicht. Bisschen lame. Ja! Damn it!
Der Penner, habt ihr das gesehen? Die ganze Zeit springt der nicht. Und jetzt springt der. Ja, genau. Machen wir jetzt trotzdem, weil die ganzen XP-Klau-Dudes sind ja hier unterwegs. Machen wir jetzt aber Magie oder was? Ja, Leben habe ich ja voll. Ist ja furchtbar. Dieser Typ. Der wohl. Also, der letzte war's. Das ist ja ärgerlich, ey, da mach ich das extra. So, jetzt haben wir sogar zwei Schlüssel, perfekt. Jetzt können wir hier nach links gehen. Ich weiß, dass da rechts eine Fee ist, die mich nochmal voll heilt. Das will ich mir natürlich aufsparen. Nach Möglichkeit. Also die Bestrafung, dass wenn man stirbt, ist halt moderat. Ne? Das Schlimmste ist eigentlich, dass man seine ganzen XP verliert, wenn man jetzt da nicht aufpasst. Wichtig ist, dass sie eigentlich nach rechts gehen, dass sie dann außerhalb des Bildschirms landen. Ja, genau. Du mich auch. Ich hasse die, ey. Und die stehen auch richtig kacke hier. Ja, genau. Tod. Death by Blobs, ey. Wirklich. Aber ich finde es gut, dass ich hier diese 50, diesen P-Bag, diesen Erfahrungspunkte Dings gekriegt habe. Wie gesagt, früher habe ich das nie hingekriegt. Was mache ich jetzt mit euch? Überspringen oder was? Ja, da gehe ich jetzt auch nicht nochmal hin. Jetzt kommt dieser... Moment. Ja, Shield. Dann wäre das nochmal interessant für diesen anderen Türsteher da hinten. Wenn man stirbt, kriegt man eh einfach wieder voll Mana. Okay, das ist auch auf demselben Bildschirm. Aber da muss man sich so viel konzentrieren, wo der gerade halt das Schwert und das Schild hat, weil das nicht zusammenhängt. Dann nehmen wir jetzt aber auf jeden Fall Leben nochmal hoch. Genau. Super. Oh, der hat aber uns richtig viel gebracht. Könnte man überlegen. 300. Egal, müssen wir mal gucken, was das nächste Level ab ist. Habe ich jetzt nicht gesehen, wie viel jetzt Angriff kostet. Ich glaube 400 Fragezeichen. Ich möchte auf jeden Fall hier am Ende noch einen mindestens auf 3 Angriff sein, bevor ich hier rausgehe. Und wenn es mit dem Kristall ist am Ende, ja. So, jetzt gehen wir auf jeden Fall zu dieser ollen Fee und holen uns nochmal komplettes Leben ab. Und der sagt sich auch, ich gehe da oben weiter, ist mir egal. Und dann geht es eigentlich auch schon Richtung Boss. Es wäre gut, wie gesagt, die 300 noch voll zu machen vor dem Boss oder mit dem Boss auch, dass wir dann halt den Kristall möglichst voll ausnutzen können. Ach, die macht nur Leben voll, das ist ja auch toll. Denkst du, so eine Fee, ne? So eine große Fee macht einen hier komplett klar oder so. Kannst du vergessen, kannst du knicken. So. Aber noch einer, ja? Wir haben nicht mehr genügend Mana, um dann für den Boss nochmal Schild zu machen. Alter, ich krieg das nicht gebacken. Okay. Wie viel Leben habe ich noch? 1. Okay. Ist das hier schon der Boss? Oho. Okay, die gehen. Die müssen wir noch ein bisschen anlocken. Okay, cool. Und noch einer. Na komm. Das möchte ich auf keinen Fall auf dieser Ebene machen. Komm her.
die gehen, wie gesagt. Ist da noch 30. Könnte noch einer kommen. Da kommt jetzt der Boss. Ah, hier kommt noch so einer. Komm schon, Bro. Jetzt ist er auch. Magic. Ja, wir sind so kurz vorm Boss, wir werden es das. Wie viel Erfahrung bringt der Boss, ist die Frage. Wir sparen das mal auf. Wenn der Boss nämlich 100 Erfahrung bringt. Gut, dann kommt noch mal einer dazwischen. Gut. Weiß jetzt nicht, ob ich den jetzt vorher tot kriege. Also wenn man genügend Raum zum Manövrieren hat, dann kann man die auch ganz gut kiten, ne? Oh, komm. Wir können auf jeden Fall Leben nochmal voll machen, falls es noch ein Gegner kommt. Ja, das ist jetzt der Boss. Den schaffe ich jetzt natürlich nicht. Der ist ganz schön langsam. Horsehead nennt er sich, aus offensichtlichen Gründen. Okay, da hat er mich. Wie viel Leben habe ich noch? Eins, okay. Wenn ich jetzt wüsste, wie viel Erfahrung er bringt, ne? Aber egal, wir machen mit dem ein Leben-Level ab, würde ich sagen. Und mit dem Palast dann ein Angriffslevel ab. Kann ich ein bisschen draufgängiger sein, weil ich habe voll Leben. Ein Shieldspell. Shieldspell. Als Kind habe ich auch nie diesen Schildzauber so viel genutzt. Komm schon. Und man hatte auch nicht so die Taktik, was die Gegner angeht. 50, na das passt ja. Leben hoch. Noch 25 übrig. Ah, das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Eigentlich wollte ich ja den Angriff noch voll haben. Naja, egal. Das nützt jetzt ja nichts. Macht er jetzt das voll oder könnte ich dann auch selecten, was ich haben will? Kannst du canceln und noch ein bisschen farmen jetzt. Das mache ich jetzt noch. Eigentlich sind wir durch, aber ich gehe noch mal rein. Also, hey, zu dem Thema. Da könnte ich jetzt noch mal Gegner farmen. Hier jetzt nicht unbedingt. Ich will auf jeden Fall jetzt noch, bevor ich die Episode beende, noch, wie gesagt, ein Angriffslevel abhaben. Wo ich dann sage, das war's. Haben wir nämlich auch die Kerze, jetzt sehen wir hier nämlich auch Sachen. Da könnte ich ein was noch machen. Ich kenne noch eine Höhle, wo es noch was gibt. Das ist laut diesem Guide, den ich hier so habe, zwar erst für das nächste geplant, aber ich meine, ich muss mich ja nicht sklavisch an den Guide halten. Wir haben ja auch gerade, ja, eine halbe Stunde, das passt eigentlich. Eine halbe Stunde ist eine gute Zeit. Wie gesagt, ich möchte noch. Ah, das ist gut. Hier könnte ich auch eventuell farmen. Bringt 3 Erfahrungen, das ist ganz gut für den Anfang. Sind super easy. Aber die sind kacke. Ah, die bringt 10, das ist gut. Gut auch zum Farmen am Anfang. Genau, und hier gibt es so einen Magie-Container. Und ich werde jetzt einfach der Einfachheit halber jetzt noch die Höhle farmen. Da ist es für euch vielleicht nicht so spannend, aber effektiv. Und dann call ich es für heute. Lass es gut sein für heute. Ach, die spawnen nicht nochmal. Das ist ja toll. Jetzt wäre die Frage, ob der eine Typ... Ah,
der ist zu weit weg. Ich nehme jetzt einfach hier, was weiß ich, ein paar Plops noch fahren. Komm her. Ich nenne die jetzt einfach Plops, keine Ahnung, ob die Plop heißen. Gibt es immer 3 oder 4. Und ich glaube, die spawnen auch unendlich, oder? Wenn man jetzt wieder nach links geht. Ja. Ach komm. Manchmal lassen die auch solche P-Dinger fallen. Oder halt Mana. P-Dinger wären natürlich lieber, weil die bringen gleich 50 anstatt nur 2. Ja, ist aber schon wichtig. Ich sag euch, also wenn ich jetzt nämlich zwischendurch nicht sowas einlege, dann sieht es ganz schön mau aus, ganz schnell. Ich meine, die Erfahrungspunkte von dem Palast habe ich ganz gut genutzt. Ich habe jetzt 300. Okay, das meine ich. Zack, 50 Punkte, einfach so. Und wenn wir das jetzt noch ein oder zweimal haben mit diesen Beuteln, dann sind wir auch schon ganz gut dabei. Komm her. Genau, ich plane eine Folge, ein Palast. Wobei es natürlich die Sache ist, später werden die Palaste natürlich noch schwerer und sind noch weiter weg, dass ich dann, wenn ich dann wirklich einmal richtig drauf gehe, natürlich echt Probleme bekomme. Sodass ich wahrscheinlich nicht die ganze Zeit schaffen werde, eine Folge, einen Palast. Aber das wird sich zeigen. Es gibt, glaube ich, 7 Paläste. Bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube, es sind 7. Und ja, für ein Leveln her, glaube ich, kann alles, was man hier so sieht, Leben, Angriff, Mana, kann, glaube ich, alles auf Stufe 7 werden. Das ist am Ende 7-7. Lucky Number 7. Ja, also wenn wir jetzt nochmal einen so einen Punktebeutel finden würden, wäre ganz gut. Dann müssen wir jetzt nicht so ewig farmen. Und ja, weil die 450 haben wir jetzt gleich. Jetzt mal einen so einen Beutel, dann wären wir hier durch. Das wäre irgendwie angenehm. Schade, dass die in der Höhle nicht nochmal gespawnt sind, ne? Das wäre echt gut gewesen. Ich bin erstaunt, dass ich jetzt nur einmal richtig gestorben bin. Oder zweimal, ne? Zweimal, glaube ich. Das ist schon okay. Daran könnt ihr euch schon mal gewöhnen. Das ist jetzt kein Dark Souls, ne? Aber wie die alten Spiele halt so waren, pratzen schwer. Ne? Ich war erstaunt auch, dass ich beim ersten Zelda-Spiel, The Legend of Zelda, nicht so oft gestorben bin, wie ich dachte. Aber das liegt halt daran, wenn man ein bisschen Guide liest und auch so ein paar Videos dazu gesehen hat. Also ich gucke gerne halt Speedruns zu den Zelda-Spielen, weil ich auch einfach ein ganz schöner Zelda-Nerd bin. Ich meine, ich kann natürlich nichts einsetzen, was sie da, nicht unbedingt was einsetzen, was sie da haben, aber man lernt halt ein bisschen, wie geht man mit manchen Gegnern um, lässt man die eher kommen, geht man denen vorbei. Ja, also so ein bisschen Grundkenntnisse lernt man da schon. Und wenn man älter wird, dann wird man geduldiger. Das ist bei dem Spiel auch wichtig, dass man nicht immer nur, da ist er, wild reinrennt. Oh, Leben kostet jetzt auch schon 800. Okay, aber wir machen jetzt das Angriffslevel ab und ja, jetzt ist die Frage, kann ich hier resetten? Ich kann Pause machen. Ich wollte einfach jetzt... Muss ich jetzt sterben, dass ich resette? Leben habe ich denn noch? 0. Okay, also ich gehe mal sterben. Dann... Oder ich müsste irgendwo speichern können. Ja, anscheinend nicht. Kann wahrscheinlich nur speichern, wenn man stirbt. Das war beim ersten Zelda-Spiel auch so. Komm. Oder ich sage einfach jetzt auf der Weltkarte Olé und mache dann selber Schluss quasi. Beziehungsweise ich kann ja auch einfach ein Safe State anlegen. Gut, Freunde. Dann machen wir hier, enden wir da, wo wir gestartet haben. Mehr oder minder nur, dass wir jetzt schon deutlich stärker sind. Wir haben ein paar Level-Ups gemacht. Wir haben den ersten Palast geschafft. Wir haben einen Herzcontainer gesammelt und so eine Magieflasche gesammelt. Da sind wir jetzt schon deutlich besser gerüstet als gedacht für unseren Ausflug zum zweiten Palast.
Ich werde mich jetzt hier in der Zwischenzeit einmal sterben lassen, sodass ich dann wieder 3 Leben habe und dann geht es dann direkt weiter. Ich hoffe, es gefällt euch soweit. Wenn es irgendwas mit dem Audio nicht stimmt oder irgendwas, das überprüfe ich jetzt, dass es dann beim nächsten Folge dann besser ist. Genau, und an der Stelle kann ich nur sagen, wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!